Jetzt wird es nochmal richtig ernst, Leute. Willkommen zurück zu New Mystery of the Emblem. Allen hat sich verschanzt. Und er hat hier in Cardaeon dafür gesorgt, dass man nun gegen uns ist anscheinend. Oder wie sieht's aus? Naja, finden wir die Wahrheit raus im heutigen Part und sind mal gespannt. Die Anfangssituation ist jedenfalls sehr gruselig. Das liegt an den Schneidertypen, die es natürlich in sich haben. Ich habe mal rumgerechnet und das alleine, ne, das sind ja, also 33 durch Effektivschaden plus 13 sind wir bei 46. Dazu kommt der A-Rang, was das Ganze noch unangenehmer macht. Und tatsächlich ist es so ziemlich unmöglich, das so einfach zu tanken. Was ich jetzt also machen werde, mal was ganz anderes, Leute. Ich glaube, das ist tatsächlich diesmal angebracht. Und das Gute ist, sie hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Wir brauchen Palla als Scharfschützin, ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass wir jemand anderen, der gerade irgendwo noch in der Schützenklasse steckt, wie Schwarz zum Beispiel, dass der mal kurz irgendwo rüber wechselt. Das hier zum Beispiel. Da ist noch ordentlich Platz, genau. Dann kann ich jetzt nämlich ganz kurz dafür sorgen, dass wir mit der Situation, glaube ich, viel besser klarkommen. Jungfrau hat es ja trotzdem bekommen. Das ist das, was uns Resistenz quasi gibt. Und damit sollten wir, glaube ich, ganz gut fahren. Das Problem ist, eventuell kommt es zu Resets. Ich weiß es noch nicht genau. Kann ich schwer sagen. Das kommt jetzt ganz darauf an, wie sich der Anfang so entwickelt. Ob wir Crits abbekommen oder halt nicht. Das ist gerade noch so ein bisschen das Problem. Ich glaube, den Meisterbogen kriegt sie auch mal, weil Ryan hat auch bessere Sachen als Alternative, wie man deutlich sehen kann. Ja gut, und dann, ja, Palla als Scharfschützin. Warum auch nicht, ne? Sollte funktionieren, denke ich. Damit kommen wir erstmal voran. Und das Kluge ist ja daran, dass die eben über Wasser gehen können auch. Ne? Das ist quasi das große Argument an der Stelle. Und mit solchen Leuten sollte das theoretisch gehen. Und Shida haben wir vorbereitet mit einem Stärketrank, dass sie hier durchkommt, noch zusätzlich. Sollte dann auch möglich sein. Die bringen wir mit Fina einfach raus und dann denke ich mal, dass wir auch im Prinzip Leute problemlos anlocken können sollten. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann machen. Ah ja, der ist ein bisschen schneller. Mhm. Ich glaube, ich würde sogar eher dahin tendieren, weil ich denke mal, dass der dann auch eher zu uns gehen würde direkt. Und das würde mir auch entgegenkommen bei diesen Schützen hier. Dass wir nochmal ganz kurz quasi einfach hin und her switchen. Ich glaube, das wäre angebracht. Da steht Julia auch schon genau richtig. Außerdem haben wir was Wichtiges noch ganz vergessen, Leute. Nicht vergessen, ganz wichtig. Stopp, genau, sie braucht auch noch den Pflegestab. Aber die Stiefel, die kriegt jetzt Fina. Ich glaube, damit fahren wir doch etwas besser. Eine Tänzerin, die hinterherkommt, brauchen wir, wenn dann. Sonst ist das leider völliger Quatsch. Und hier können wir natürlich ein paar Sachen auch noch austauschen, weil Dieb, ich habe Julian dabei. Brauche ich jetzt nicht unbedingt direkt. Ich kann es mir notfalls aus dem Vorrat holen, falls da irgendwas schief läuft. Aber wir haben noch einen Pflegestab bekommen und den würde ich mir dann lieber gönnen. Beziehungsweise, wir haben natürlich auch Glas, aber ich glaube, Pflege tut's ja auch. Okay, Leute. Soweit, so gut. Wir gucken nochmal ganz kurz rein. Hat sie noch ein bisschen was getan? Kleiner Trank ist halt echt irrelevant, aber das war schon besser. Und auch das sieht eigentlich ganz okay aus. Sehr schön. Ich glaube, wir sind relativ ready, oder? Genau, sie hat jetzt auch wieder Venusschwert und so natürlich dabei. Insofern schreiten wir doch zur Tat und greifen unsere Bischöfe und so weiter hier mal an, dass wir hier rüberkommen alsbald. Ich würde sagen, starten wir rein. Let's go. Und sieh mal eine an, Leute. Natürlich ist unser alter Kollege wieder zurück. Merrick, endlich wieder mit dabei. Den hat man jetzt noch nicht gesehen, aber der ist das Hauptproblem, weil ihr seht ja, wie viele Leute da rumstehen, alleine hier, auch wenn es gerade so ein bisschen geschwärzt ist, das Bild. Das macht mir Angst, aber okay. Merrick, es ist Zeit, das Ganze zu beenden. Wartet, Allen, warum müssen wir kämpfen? Wir sind beide Schüler von Meister Wendel. Wir sind doch Freunde, oder nicht? Warum verachtet ihr mich so sehr? Ich war schon vor euch Meister Wendels Schüler. Ebenso war ich der Stärkere von uns. Aber dennoch musste euch, Meister Wendel, das Excalibur überreichen. Es sollte meins sein. Ich war es wert, dann sein Nachfolger zu werden, aber trotzdem. Aber ich möchte nicht der Nachfolger von Meister Wendel sein. Ich habe nichts gegen Cardaeon, aber wenn ich mit dem Studium fertig bin, werde ich wieder nach Hause gehen. In der Tier gibt es jemanden, den ich für den Rest meines Lebens beschützen muss. Also Allen, bitte.
Warum tretet ihr uns nicht bei und erobert mit uns Altea wieder zurück? Altea, sagt ihr? Warum sollten wir einem Land helfen, das sich gegen das Imperium stellt und sogar unsere friedliche Nation angreift? Cadains Magiertrupp hat sich Imperator Hardeen verpflichtet. Oh, ich verstehe. Ich wusste, ihr wart das. Ihr habt Altea hierher beordert. Nein, das stimmt nicht. Haltet den Mund, Verräter. Eure Lügen werden mich niemals umstimmen. Euer Excalibur und mein Thoron, wagen wir einen Test. Nun gut. Sein Thoron, wenn er meint. Wenn er meint, Leute, wir sind uns sehr ähnlich tatsächlich. Man sieht es bereits. Ja. Gleiche Magie, hat einen Stärkepunkt mehr. Wir haben einen Fähigkeitspunkt mehr. Hat einen Geschwindigkeitspunkt mehr. Dafür hat er 5 Glück weniger. Dafür hat er wieder einen Death Point mehr. Und wir wieder einen weniger. Und 3 Rest hat nochmal Merrick extra. Interessant. Nun gut. 2 Magier. Fürwahr. 2 Magier mit leider sehr hohen Crit Rates, die mir hoffentlich nicht den Anfang versauen. Denn da habe ich echt keine Lust drauf. Also natürlich unequippen wir Merrick, denn sonst würde das Ganze ein bisschen eskalieren. Beide können wir rekrutieren, aber es darf halt niemand sterben. Und hier sollten wir auch sicher sein. So bin ich weg von dem Schützen nämlich. Gruselig. Und auch die hier können wir zumindest jetzt nicht zu nahe treten. Aber jetzt müssen wir natürlich hier dafür sorgen, dass diese elenden Schwarmtypen verschwinden. Da habe ich auch keine Lust drauf. Gerade so sollten wir sie bezwingen können. Aber eben gerade so. Und auch nur, wenn alles trifft, natürlich. 99 mal 2. Das wäre aber auch zu bitter gewesen. Gut. Soweit, so gut, Leute. Nun, diesmal darf Pala tatsächlich als Scharfschützin angreifen. Meine Güte, diese Vielseitigkeit. Wir sehen sie ständig in anderen Klassen. Oh Gott, die Crit-Rate, Leute, das ist so gruselig und das ist ja nicht der einzige. Mein Thoron hat extra Crit und oben Schneider hat noch viel mehr extra Crit. Das ist das, was uns wirklich die ganze Map versauen könnte, wenn es blöd läuft. Also, naja, naja. Ja, sie crittet, okay, das ist natürlich auch witzig, aber sie hat auch mehr Pala. Mag übrigens den weiblichen Scharfschützen-Sprite, ich finde ihn ziemlich cool. Ja, okay, Fähigkeit, was soll's. Bist gut genug, Pala. Das soll erstmal reichen. Okay, wenn wir dich heilen, solltest du auch wieder alles ganz gut verkraften können, was da so kommt. Auf 46 kommt sie auch wieder hoch, das ist sehr gut. Okay, Leute. Dann müssen wir uns natürlich weiterhin ein bisschen verteilen. Gibt noch andere fiese Punkte auf dieser Map, wo man sich natürlich definitiv drüber stellen möchte irgendwo. Ich glaube, den Flügelspeer brauchen wir nicht mal unbedingt. Ich könnte ihn noch rüber traden. Ich habe ja eh die Breitaxt und noch eine Silberlanze. Also, wir sind gut bedient. Ich will mal wissen, wie viel der kleine Trank gemacht hat. Ich glaube nämlich, das war sehr lächerlich. Und wenn wir schon dabei sind, ich muss sie jetzt eh rausbringen, würde dann da oben natürlich bald gegen die hier kämpfen. 27 magischer Angriff ist natürlich viel. Und da ich gerade keine Ahnung habe, wie viel der Trank ausgemacht hat, verstanden wir uns erstmal da drüben. Da kommt ja auch niemand hin. Naja, ich habe alles markiert. Alles klar. Wie viel war es denn? Oh, es waren nur 5 Punkte. Das ist halt schon armselig. Wobei, es hätte sogar gereicht, oder? Ah, nee, Quatsch. Quatsch. Nee, das wäre eindeutig zu wenig. Also alles richtig gemacht. Lieber auf Nummer sicher gehen. Marv wäre auch jemand, der könnte in der Mitte einfach durchrennen. Aber es muss Wendel vor allem später sein, der hier durchkommt. Der kann nämlich mit Arlen reden. Wir müssen mal ganz kurz ausrechnen. Wartet mal. Von Arlen aus sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wenn ich also hier stehen würde später, dann gibt das kein Problem mehr, alles klar. Und eventuell braucht Julia später auch den Purgativ. Auch das könnte natürlich noch so eine Sache sein. Ich denke mal, da drüben an dieser Front kämpft erstmal mehr oder weniger Trupp 7 zusammen. Da fällt mir ein, Ryan könnte theoretisch auch einen anlocken, oder? Du wirst nicht sofort sterben, außer es wird sich durchgecrittet. Leider ist die Chance halt immer noch sehr hoch, aber wir haben eh keine andere Möglichkeit, als hier am Anfang zu pushen aggressiv. Schnell genug sind wir, oder? Zumindest, er doppelt uns jetzt nicht und wir machen schon sehr viel Schaden. Oh, wir würden ihn tatsächlich töten mit Patia. Wir sollten das Risiko eigentlich schon eingehen, weil es halt auch sonst niemanden mehr gibt, der hier angreift und er kommt nicht drüber. Und ich meine, wir haben keine andere Wahl, so oder so. Risiken gibt es hier überall. Und sobald die weg sind, sind sie eh schon eliminiert eigentlich, diese Risiken. Das ist der fiese Anfang auf dieser Karte einfach, wo wir keine andere Wahl haben, als wirklich uns dem Risiko einfach zu stellen.
Es ist so, Leute. Ich weiß, es ist eine grausame Crit-Rate und es könnte echt richtig schlimm eskalieren, wenn wir Pech haben. Geistliche dürfen wir hier nicht töten, denn sonst haben wir ein kleines Problem. Sonst ist uns das Bonuskapitel leider verwehrt. Ich denke, Chris kann sehr gut aufräumen da drüben, auch gegen den Schnittertyp vor allem. Hat auch ein bisschen mehr Resistenz natürlich als so der Durchschnitt. Das könnte uns hier ganz nützlich sein. Während Marv gerne mit seiner Shida zusammenkämpfen soll, habe ich auch nichts dagegen. Und Katria darf sich auch mit anschließen. Ihr drei kümmert euch um den Punkt da drüben. Jetzt wird's natürlich spannend. Kann man sich vorstellen. Kein Crit, okay. So weit, so gut. Oh lol, er crittet. Das ist heftig. Aber man muss sagen, Ryan ist natürlich auch mit seiner Fähigkeit unglaublich gut, was das betrifft. Ich werde nicht gegen Merrick verlieren. Wer sich mit ihm verbündet, ist mein Feind. Donner vernichte sie. Thoron! Nein! Warum er? Ach, come on, das war die geringste. RIP Merrick. Okay, und das ist natürlich die Situation, wo man sogar gar nichts dagegen tun kann. Oh, ist das bitter. Nein! Ich bin froh, euch getroffen zu haben. Also da kannst du wirklich gar nichts machen, weil du kannst dich mit Merrick gar nicht mal rausbewegen, weil alle anderen würden ihn auch ohne Crit einfach töten. Das ist die einzige Situation, wo man nur durch einen Crit sterben könnte. Ja. Gut. Immerhin crittet er jetzt auch. Das beruhigt mich sogar, weil es war eh klar, dass der Anfang eventuell ein paar Wiederholungen braucht. Yay. Ich habe leider keine andere Wahl, Leute. Und da es nun mal Magier sind, greifen sie eh auf 1-2 Range an. Das heißt, wir hatten nie eine Möglichkeit für viel Spielraum überhaupt. Oh Gott, die Feindbewegung ist gruselig, Leute. Die ist richtig gruselig. Das kommt auch noch dazu. Boah, ist das eine Masse an Magiern. Jetzt wartet mal, wer kommt der Typ eigentlich? Okay, das hier könnte ich tatsächlich ganz gut regeln, glaube ich. Ja, das später wäre phänomenal gut lösbar. Aber hier... Okay, nee, hab nichts gesagt. Okay, das kriegen wir hin. Da muss ich halt mit dem Purgativ ein bisschen helfen, notfalls, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, ja, das schaffen die schon. Dann müsste nämlich ihr Lanzenlevel, glaube ich, endlich ansteigen, wenn sie das hier hinbekommt. Dann könnte ich sogar ganz, ganz fies sein und einfach mit einem Langsperr-Trade noch machen. Dann müsste der auch schon sehr gut in Schach gehalten sein. Oh, aber der Anfang ist so nervig auf dieser Map, Leute. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, weil ich werde es genauso spielen, weil es gibt eigentlich eh kein besseres Vorgehen. Das ist sehr gut, dass sich der hier anscheinend wirklich nicht bewegt, wenn man Merrick da oben hinstellt. Das hat mir schon mal ganz gut gefallen und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir erneut, Leute. Tja, jetzt geht der Spaß von vorne los. Ich bin gespannt, ob das besser läuft. Hoffen wir es mal, oder? Ja, wäre sehr wünschenswert. Das sieht schon mal vernünftig aus. Wie gewohnt eben. Diesmal kein Crit von Pala, was aber auch egal ist. Und ein besseres Level-Up sogar. Aber wie auch immer, das wäre jetzt auch nicht wichtig gewesen. Gut, der kann ja nicht critten, ne? Ja, Shida hält so schön viel aus. Muss man auch sagen, ihr Glückswert ist schon phänomenal hoch. Das wäre das andere. Aber sie hatte nicht so eine krasse Performance. Als Scharfschützin, das ist das andere wiederum. Nun gut, weiter geht es mit einem Tanz. Der kleine Trank war ja eigentlich recht irrelevant. Und du gehst natürlich so oder so weg, das ist auch klar. Dann ist jetzt erstmal Julia dran hier. Mit dem Healing. Via Pflege. Ich meine, den Anfang, der lief ja das letzte Mal schon genauso ab quasi. Kann man auch nicht wirklich viel besser machen oder so. Wollen wir doch mal sehen. Ob wir damit einigermaßen gut fahren, wenn wir das so machen. Ich hoffe es zumindest. Du holst dir jetzt lieber mal aus dem Vorrat irgendwas raus. In dem Fall, dass du gleich ein bisschen mehr aushältst. Ich denke mal, da wäre doch so ein Heilmittel erstmal angebracht. Und vielleicht später nochmal ein Weihwasser. Genau, machen wir so. Die Reihenfolge ist ja auch wichtig, weil das wäre ein Differenzpunkt nämlich später. Weihwasser immer zum Schluss nehmen. Okay. Aber das ist ja noch nicht unser großes Problem. Du kannst ihn one-hitten später, das wissen wir. Damit müssen wir auch arbeiten. Und natürlich Katria lassen wir auch hier in der Nähe.
Könnte aber auch hier mal was anderes ausprobieren, dass sie sich ein bisschen mehr aufteilen vielleicht. Ich probiere das mal. Einfach mal so, just for fun. Ich meine, hier kann ich jetzt auch nicht viel machen. Mit einem Crit sind wir eh tot, also was will ich tun, ne? Okay, kein Crit. Wieder ein gutes Ergebnis. Er crittet wieder, alles klar. Alles beim Alten erstmal und dann wollen wir nochmal sehen. Da greift er jetzt wieder an. Okay, kein Crit diesmal. Jetzt nur noch das eine und dann sollte das erstmal geschafft sein. Na komm schon. Danke, es geht doch. Okay, Leute. So sollte der Beginn sein. Jetzt haben wir es auch. Die Schneidertypen sind endlich weg. Okay. Riesiger Pluspunkt erstmal an der Stelle. Damit haben wir schon mal einiges gut gemacht. Ja, die verteilen sich jetzt ein bisschen anders. Aber wir müssen erstmal sehen, ob uns das jetzt sehr viel hilft. Ich denke mal schon. Der hat sich jetzt auch nicht bewegt. Das ist alles soweit in Ordnung. Merrick kann nach wie vor nicht wirklich irgendwas machen. Aber der tötet uns ja auch noch nicht in dieser Runde. Das kommt auch noch dazu. Also soweit auch alles in Ordnung. Okay, Leute. Der hier kommt nur bis dahin. Und ich habe ja vorhin ausgerechnet, dass Wendel eigentlich hier stehen müsste. Dann müsste es eigentlich schon klappen. Okay, Julia wird auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun haben. Das ist klar. Ich glaube, eine Heilung reicht mir hier erstmal. Das ist gut genug fürs Erste, ja. Ist okay. Ryan, ich glaube, ich brauche dich dann drüben eher. Ja, wobei, sind noch zwei Leute mit Silberschwertern. Aber es sind ja zwei magische Leute, die wir dann haben, direkt die angreifen können mit sehr starker Magie. Und ich kann auch einfach dicht machen mit Palla. Ich muss, ja, die hält ja genug aus. Das ist kein Problem, selbst als Scharfschütze noch. Sind wir einigermaßen robust gebaut. Wir markieren uns also erstmal nur diese Leute hier. Und ich denke mal, dass dann Palla alleine ganz gut klarkommt auf der anderen Seite. Genau, das machen wir so. Halte ich für am vernünftigsten. Sollen wir das ruhig mal so angehen. Und Shiida selbst sollte eigentlich auch ganz gut klarkommen mit sämtlichen Magiern erstmal. Sehr schön. Jetzt haben wir sogar ein B-Niveau. Palla kann Silberbögen nutzen. Wow. Das ist cool. So, jetzt natürlich die Verteilung hier. Die ist noch ein bisschen nervig. Chris selbst müsste eigentlich easy sowas tanken können mal. Aber halt nur einer. Jetzt hat sich die Verteilung... Ja, die Verteilung ist jetzt trotzdem schlechter, oder? War die vorher nicht anders? Die war vorher doch anders, oder? Weil vorher kamen nicht zwei direkt an uns ran. Ja, weil der jetzt auch noch an uns rankommt. Genau, und vorher konnte ich mit Cecil direkt den Magier ausschalten. Das ist ja blöd. Weil der kommt so auf jeden Fall zu uns. Das heißt, wir müssen die jetzt erstmal rüberlocken, was natürlich super doof ist. Und sehr, sehr nervig. Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vor Julia ist quasi Grenze. Aber das geht auch gerade so. Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Könnte natürlich in den Fluss reingehen und schon mal jemanden anlocken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann müsste ich hier stehen. Dann könnte ich den quasi rauslocken aus der Reserve. Ich würde ihn tatsächlich erledigen. Also wäre das gar nicht mal so dumm. Das zu tun wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Dann müssen wir hier an der Stelle doch ein bisschen warten, bis das Ziel angreift. Weil das auch zu leicht eskalieren könnte. Aber er kommt ja wirklich nur bis dorthin. Also wir sind erstmal sicher. Genau, jetzt sehen wir nochmal, wie sich der Range verändert hat in die Richtung. Aber er kommt nicht weit genug auf jeden Fall. Das heißt, im Fluss da drüben. Ach, wartet mal. Hier kann ich mich noch in die Nähe stellen von Marisha. Das ist noch besser. Nehmen wir den Support ruhig mit. Vielleicht gönnen wir uns eine bessere Ausreichquote so. Wie sieht's denn hier aus? Leider sind wir nicht am Doppeln. Das ist ganz schlecht. Und dementsprechend kommen wir auch nicht direkt durch. Und da kommt noch eine ganze Armee an Magiern, die auf uns losmarschieren hier. Shiida selbst hält selbst jetzt schon den Schlag aus. Das ist ziemlich gut. Und mit Julia zusammen und einem Heilmittel glaube ich sogar, dass wir mit Shiida ganz gut was machen können. Ryan müsste aber auch geheilt werden, damit er wirklich effektiv vorgehen kann. Aber Ryan dürfte auch so mächtig sein, dass er das meiste einfach one-hittet, oder? Zumindest mit Partia. Mit einem Silberbogen sieht es vielleicht anders aus, aber... So weit, so gut, Leute. Sieht gar nicht mal so übel aus. Den hier sollten wir halt nicht unbedingt auf uns zulocken. Und die kommen ja auch gar nicht so weit erstmal.
wenn wir den direkten Vergleich haben. Wie sieht's hier denn aus? Warte mal, du kommst ein Feld weiter als er. Das ist sehr gut zu wissen. Das heißt, wenn hier jemand stehen sollte, wie zum Beispiel Ryan, müsste ihn eigentlich direkt erledigen können. Mit 15 Speed und nochmal 15 würden wir zwar nicht doppeln, aber wir kommen selbst auf 29 Damage. Okay, das wäre natürlich zu wenig. Und Wendel muss hier später durch. Hier ist ja wirklich nur wichtig, dass wir... Also er hier ist noch da, genau. Aber theoretisch müsste er von hier aus ihn schon erreichen können später, ne? Genau. Wenn wir also einfach nur hier stehen, reicht das völlig aus. Und hier kann uns ja auch nichts passieren. Dann können nicht alle später raus. Das ist ein großer Vorteil. Jetzt nur die Frage, müssen hier schnell genug sein. Das heißt, Shida sollte auf jeden Fall jemanden entfernen. Irgendwie, schon mal. Sonst haben wir ein echt großes Problem. Er hier kommt relativ weit, er auch, aber er kommt halt weiter. Das ist unser Vorteil gerade. Das können wir natürlich ausnutzen. Das liegt jetzt auch nicht an Marv, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee. Liegt nicht an Marv, der kommt wirklich so weit und der andere eben nicht. Also machen wir das genauso. Wir haben es ja gerade gesehen. Das wird Shida gerade so aushalten. Genau. Dann würde ich aber dennoch ganz gerne ein Weihwasser gönnen. Und Ryan bringen wir einfach mal in die Verfassung, überhaupt angreifen zu können. Soll er halt wieder mit ein paar Tier one-hitten oder so. Ich denke, das ist erstmal in Ordnung. Mit einem Weihwasser hält das Shida sowas von aus. Genau, da können wir wunderbar dieses eine Weihwasser aus dem Vorrat mal aufbrauchen. So, Leute, sehr gut. Genau, der kommt nicht weit genug. Das ist sehr zu unserem Vorteil. Und Ryan bringen wir halt, wie schon gesagt, hier einfach mal raus. Danach, das heißt, Julia ist erstmal dran mit einem hier. Und bringt ihn jetzt wieder auf Vordermann. Na komm schon, Ryan. Die 31 reichen, oder? Reichen die aus? Ja, 3 Resistenz ist wenig. Wir würden eh keine 2 Hits verkraften, also ist das in Ordnung. Genau, wenn man eh keine 2 Hits tankt, braucht man noch nicht zu viel zu heilen. Und wir haben mehr als genug Leute rumstehen. Er hier muss natürlich weiter nach drüben rennen. Und Merrick muss einfach durchhalten. Eine Runde muss er durchhalten. Dann haben wir es auch schon. Während wir Katria natürlich rausschaffen, das ist auch klar. Ah ja, jetzt sehen wir nochmal den totalen Range. Oh, jetzt habe ich ihn schon reingebracht. Ups. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann kann... Ja, ihr könnt das auch auf 2 machen. Das ist auch in Ordnung. Gar nicht drauf geachtet vorhin. Aber wir halten das hier auf jeden Fall aus. Das ist ja kein Thema. Also alles gut. Jetzt wird es nochmal spannend. An der Stelle halt einfach nur. Genau, er darf halt nur nicht critten und das hat er jetzt nicht. Also müssen wir es eigentlich jetzt geschafft haben dann. Schon mal. Genau, er greift jetzt hier Chris an. Aber wir haben unser Donnerschwert und wow. Wow, er hat trotzdem getroffen. Ich wollte gerade sagen, geile Ausweichquote, die wir da haben. Aber nope. Von wegen. Ja, dann greift er halt hier an, mein Gott. Ist eh ein One-Hit. Wir haben ja noch ein paar Tier zumindest drin, also bam, bitteschön. Was ich sogar fast besser finde, weil Shida ist eh, hat so viel Erfahrung schon insgesamt. Hui, hier wäre noch der 1% Crit gewesen und das hier geht sogar wunderbar auf für uns, ist doch herrlich, oder? Also das hätte auch kaum besser laufen können. Den Schnitter kriegen wir sogar, der kommt ins Lager. Okay, okay. So weit, so gut. Schöne Verteilung. Jetzt das Wichtigste von allem. Rekrutier ihn. Rede mit ihm. Oh nein. Orlan, was macht ihr nur? Meister Wendel. Ihr versteht meine Entscheidung noch immer nicht, ist es nicht so? Ihr habt recht, als Magier überbietet eure Macht inzwischen sogar meine. Aber euch fehlt es an Mitgefühl, deswegen habe ich euch Excalibur nicht gegeben. Mitgefühl? Was ist ein Mitgefühl? Hä? Moment, ich guck mal in meinem Duden nach. Mitgefühl. Ah! Oh, ich hab, glaube ich, an der Universität nicht aufgepasst, Leute. Ich hab beschlossen, dass ihr mein Nachfolger werdet, wenn es soweit ist. Dass ihr nun einen Groll gegen mich zu hegen scheint, damit seid ihr Garnef ähnlicher, als euch lieb ist. Ähnlich wie Garnef? Lehrmeister, was sagt ihr da? Allen hört mir zu. Garnef war zusammen mit Pontifex Miloa, einer von Lord Gotos besten Schülern. Aber Lord Goto sah Garnefs Schwäche. Also verließ er Cadane und übergab das Zauberbuch Aura an Pontifex Miloa.
Yanef, der von Eifersucht geplagt war, stahl daraufhin die Dunkelkugel von Lord Gojo, erschaffte das Zauberbuch im Hulu. Das Resultat war, dass sein Herz für alle Ewigkeit in der Dunkelkugel gefangen sein sollte. Zorn und Neid machten ihn besessen. Versteht ihr jetzt, Arlen? Lehrmeister! Lehrmeister! Es tut mir so leid! Ich lag falsch! Bitte verzeiht mir das! Arlen, benutzt eure Kraft bitte für zum Wohl der Menschheit, verstanden? Alles klar. Jo, da ist er. Endlich auf unserer Seite. Oh, nett hier. Einmal das Rechteck der Sicherheit, Leute. Das ist das Rechteck der Sicherheit, ich sag's euch. Phänomenal, wunderbar. Okay. Oh, ich sehe gerade, so können sogar mit Palle auch einfach auf die andere Seite wechseln. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Merrick wird natürlich mitgenommen und trainiert Arlen eher weniger. Widder ist ein nettes Zeichen natürlich, was er da noch mitgebracht hat, aber mal gucken. Palla selbst müsste einen Hit tanken, ne? Ohne Probleme. Das heißt, wir können sie auch erstmal da reinstellen und die Leute anlocken. Da sehe ich kein Problem. Die können ja auch nicht über Flüsse gehen und hier ist ja sonst keine Möglichkeit gegeben irgendwie, dass da noch was eskalieren könnte. Sieht eigentlich schon ziemlich stabil aus, oder? Ich denke schon. Ah ja, und die wunderbare Musik. Ich finde die so klasse, ganz im Ernst. Das ist so eine richtig rhythmische Map-Musik. Ich mag die total gerne. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir es da drüben regeln. Ich sehe nur gerade, dass Fina zum Beispiel weit genug kommt. Dann müssten wir allerdings ein Purgativ auspacken, wenn wir das so machen wollen. Wir müssen mal gucken, Leute. Der eine wurde einfach umgemäht hier. Das war ziemlich cool. Leider haben die alle 15 Speed. Das ist sehr ärgerlich, weil Katuya hat halt 18 und bräuchte exakt einen Punkt mehr zum Doppeln. Ein bisschen traurig, aber so ist es nun. Ich denke, wenn Shida das da oben schon mal macht, sind wir auch ganz gut mit dabei. Ich meine, wir können ja auch zusammen mit Marv agieren. Das geht natürlich genauso, ne? Dass die zwei das erledigen, brauchen trotzdem hier ein bisschen Hilfe. Also so leicht wird es dann doch nicht. Weil ich glaube, wenn wir uns einfach ein bisschen weiter zurückziehen, ist auch das machbar. Weil wir sind ja weit genug noch weg. Und mein Gott, dann machen wir das eben so. Ich sehe gerade, das wäre auch eine Möglichkeit, aber leider ist die Crit-Rate von dem Gegner massiv. Also eher weniger eine gute Option. Noch sie kommt jetzt nicht super weit. Das heißt auf jeden Fall, dass wir eher Fina hier brauchen. Das sehe ich definitiv. Aber benutzt mal die Breitaxt, oder? Silberlanze wäre ein One-Hit, aber das sind auch 100% und Axttraining ist wichtig. 16 Kraft ist okay. Genau, macht das erstmal Shida hier. Ist der Bolganon-Typ dann platt? Oh, ausgewichen, noch besser. Sehr gut. Das gefällt mir, das ist gut. Und soweit eigentlich ganz lässig alles. Oh lol, wie sie einfach hier über die Wand wieder hinweg was machen könnten. Das wäre fies. Genau, da drüben ist ja die Schatzkiste. Die habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen. Ha, habe ich euch ja gezeigt in der Map-Übersicht im letzten Part. Okay, aber die Situation hat sich stabilisiert. Und ihr seht, wie unglaublich wichtig hier wieder der Anfang ist. Boah, wenn man jetzt eine Rettung hätte, das wäre krass, ne? Wisst ihr, was richtig krass wäre? Ach nee, Quatsch. Doch, das Krasseste. Ich weiß, wie man das LTC runnen würde, Leute. Man würde Wendel einen Rettungsstab geben ins Inventar und würde einen Meistersiegel wahrscheinlich benutzen. Und würde halt gleich entwickeln, dann sofort Marv rüber retten und hier reingehen. Ich glaube, dann wäre es in 3 Zügen beendet, wenn man das so machen würde. Das wäre ziemlich insane. Also, na, wenn man auf geringste Rundenzahl spielt. Richtig cool. Aber wie auch immer, Leute. Das nur so am Rande, weil mir es gerade aufgefallen ist, dass das eine gute Option wäre, um das Kapitel enorm schnell zu beenden. Aber, ja. So, ich denke mal, wir lassen uns gut sein. Beim nächsten Mal schließen wir ab und das ist auch sehr realistisch. Hier ist nicht mehr wirklich viel los. Die Truhen sind noch ein bisschen ätzend, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Und danach können wir es eigentlich auch relativ easy abschließen. Schönes Kapitel, in Anführungsstrichen. Warum? Weil der Anfang sehr mies ist. Mit Schneider und, ja, Zoran und so. Ihr habt es ja gesehen, dass man hier oben gar nichts machen könnte, zum Beispiel. Also ich finde es ganz lustig, dass das auch passiert ist tatsächlich. Weil das ist halt, ja, gemein einfach nur. Das ist tatsächlich nicht so gut designt dann. Mit diesen extremen Crit-Waffen. Finde ich etwas unschöner. Auch wenn die Map an sich eigentlich ziemlich cool ist. Aber, ja. Es ist jetzt auch nicht super schlimm, weil es immerhin direkt in Zug 1 zu sehen ist. Muss halt gucken, dass Zug 1 läuft und, ja. Der Rest ist dann auch easy, aber so ein bisschen,
Da bin ich immer zwiegespalten, weil das sehr, sehr zufallsbasiert ist, dieser Anfang. Und wenn der läuft, sieht man ja, man hat gute Optionen. Es ist eigentlich ganz schön gemacht. Und ja, ich denke, an dem Punkt machen wir weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von New Mystery of the Emblem.